From this day forward, von diesem Tag an wird eine neue Vision unser Land regieren. Von diesem Tag an wird es nur noch heißen, America first, Amerika zuerst. America first, America first. Und damit willkommen zu den Tagesthemen. Es klang wie eine Kampfansage. Donald Trump machte in seiner Antrittsrede da weiter, wo er im Wahlkampf aufgehört hatte. Mit markigen Worten schwor er die Amerikaner auf eine neue Ära ein. Die von Präsident Barack Obama ist nun vorbei. Heute Mittag, Punkt 12 Uhr Ortszeit, leistete Donald Trump den Eid. Wie die amerikanische Hauptstadt diesen Tag erlebt hat, fasst Sandra Razzo zusammen. I, Donald John Trump. Der Treue schwur auf zwei Bibeln. Nun ist er der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Was für ein Weg ins Amt. Der Antipolitiker im Zentrum der Macht, mit einer Antrittsrede, die aufhorchen lässt. Wir übergeben heute die Macht aus Washington zurück an euch, an das Volk. Viel zu lange hat eine kleine Gruppe in Washington die Vorteile der Macht in Anspruch genommen, während das Volk die Lasten tragen musste. Es ist genau das, was seine Anhänger von ihm hören wollen. Dafür haben sie ihn gewählt. Hunderttausende waren am Morgen in die Hauptstadt gekommen, um Trumps Amtseinführung mitzuerleben. Das ist der Wandel. Er macht Amerika groß, bringt Arbeitsplätze zurück und macht die Welt sicherer. Er hat so viele großartige, intelligente Leute in seiner Regierung. Ich bin gespannt darauf, was sie zustande bringen. Währenddessen Stühlerücken im Oval Office. Barack Obama nimmt Abschied von seinem Arbeitsplatz und empfängt dann gemeinsam mit seiner Frau Michelle die neuen Hausherren Donald und Melania Trump. Amtsübergabe bei Tee und Keksen. Danach die gemeinsame Fahrt zum Kapitol. Abgeschirmt von der Festmeile protestieren tausende Trump-Gegner. Es kommt zu zahlreichen Festnahmen. Viele Demonstranten fürchten, dass Minderheiten in den USA nun kein Gehör mehr finden. Ich habe große Angst um unser Land, davor, was jetzt passiert. Mit jedem Minister, den er ernannt hat, mache ich mir größere Sorgen. Er ist ein Rassist, Bigot, fremdenfeindlich, will alles an Amerika ändern, was wir lieben. Unter den Gästen am Kapitol ehemalige Präsidenten wie Jimmy Carter und George W. Bush. Aber auch Trumps Kontrahentin aus dem so erbittert geführten Wahlkampf, Hillary Clinton. Mehr als 60 Kongressabgeordnete der Demokraten hingegen blieben der Amtseinführung fern. Trump ruft zu einem neuen Nationalstolz auf, der das tief gespaltene Land wieder einen solle. America first, Amerika zuerst. Wir werden das Land mit amerikanischen Händen wieder aufbauen. Wir werden zwei simplen Regeln folgen. Kauft amerikanische Produkte und stellt Amerikaner ein. We will follow two simple rules. Buy American and hire American. Donald Trump, nun also der Neue im Weißen Haus. Und rund um den Globus fragen sich viele Menschen, was sie zu erwarten haben vom Quereinsteiger in Washington.